Beziehungsweise wie lang dieser Sublevel ist. Und es sieht hier sehr nach Badezimmer aus. So, erstmal den Strom wegmachen, weil das ist ja unser Lieblingselement hier. Oh, Alter, du Sackfalte. Alter, du Penner, ich bring dich um. Nein! Was ist denn hier wieder los? Ich glaube, hier ist eine Kaulquappe. Natürlich haben wir auch schon... Alter, das ist der erste Sublevel, wir haben schon ein Pikmin verloren. Es geht doch wieder gut los. Alter, und auch hier setzt irgendein Onyx-Steinwurf ein. Herrlich. Also, hier kommt wieder alles zusammen. Aber zum Glück kein Wassergeist. Wenn hier noch ein Wassergeist vorkommen würde, ja, dann würde ich hier richtig eskalieren. Hier fallen die Kaulquappen vom Himmel. Oh! Ah! Hilfe! Oh, feuchtfröhliche Pikmin hier. Da ist der erste Schatz. Der erste Schatz, der erste Schatz. Und ich wette, da fällt auch gleich ein Felsbrocken runter, wenn ich da jetzt hingehe. Ja, das habe ich gerade nur so am Schatten gesehen. Alter, wie fies! Das ist so übelst gemein, wenn da plötzlich so Felsbrocken runterkommen. So, so, jetzt. Ich gerade sagen. Alter, wieso fallen hier Kaulquappen runter? Was ist kaputt bei euch? Was sind das überhaupt? Ist das eine Pfanne? Pfanne. Göttliches Kochutensil. Wieso göttlich? Weil es so riesig ist? Na gut. Cool, wir haben hier schon alle Schätze auf der Ebene. Sweet. Sweet. Dann gleich mal ab zur nächsten Ebene. Bevor hier noch irgendwie ein Felsbrocken auf uns fällt. Wow, okay. Schon mal die kleinen ekelhaften Viecher. Und ich meine mich zu erinnern, wer hier auch der Boss ist. Na, komm mal her, komm mal her, komm mal her, komm mal her. So, ui. Da geht's mal richtig giftig ab hier. Naja. Hier hat jemand ein Stück Seife fallen lassen. Das sollte man im Grunde vermeiden, die Seife fallen zu lassen. Vor allem im Duschraum. Wir befinden uns hier ja gerade in einem Duschraum. In den irgendein größenwahnsinniges Onyx immer wieder mal Steinwurf einsetzt. Ja, wir sehen hier diese Qualle. Diese Qualle tut unsere Pikmin nicht sofort instant umbringen, sondern sie erstmal nur aufschlecken, aufschnabulieren, einsaugen. Und ja, das tut eher, wow, viel mehr Nerven.
als dass es so einen Schaden zufügt. Ich glaube, nach dem Sublevel hier werde ich mal kurz eine Pause machen. Nur eine ganz kurze, eine dezente. Hier muss jeder Schritt vorsichtig gemacht werden. Ah ja, da ist sie. Die dicke Qualle! Du dicke Qualle, verzieh dich! Easy. Oh shit. Ja gut, wir müssen sowieso runter. Lila Einheit vor. Stunnen! Stun den Dicken! Yes! Ja, da haben wir das Stück Seife. Was steht denn da drauf? Mild Soap. Okay. Eine milde Seife, eine milde Seife. Ist das hier der einzige Schatz hier auf der Ebene? Sieht mal zumindest nach aus. Bin mal gespannt, was er dazu sagt. Laugengenerator. Okay. Gut, macht sogar irgendwo Sinn. Okay, hier gibt's anscheinend doch noch einen Schatz. Hier gibt's doch noch einen Schatz. Hä? Ach da! Oh! Direkt vor meiner Nase und ich sehe ihn nicht. Noch so eine Batterie. So, Olima, du gehst mal hier vor. Und bleibst hier bei den Pikmin, die dann den Schatz bringen. Und hier, dein Schäffchen macht sich schon mal auf den Weg zum Ausgang. Klingt doch nach einem Plan, hm? Nochmal Duracell. Eine Duracell-Batterie. Dauerhafte Energiezelle. So dauerhaft ist sie jetzt auch nicht. Gut, wer weiß, wie viel Energie hier so eine Batterie auf Hockertail verbrauchen würde. Gut, dann let's go. Nächste Ebene. Drei Nachzügler. Ich habe Wasser gesehen. Und ich sehe eine Krabbe. Aber gut, ich mache jetzt mal kurz die Pause, die ich erwähnt habe. Und ja, wir sehen uns dann gleich wieder. So, und da bin ich auch schon wieder. Und es geht weiter. Hier mit diesem wunderschönen Sublevel, dem Duschraum. Der ja, besetzt ist von ekelhaften Krabben. Ich glaube nicht, dass es so gesund ist, wenn man in einer Dusche steht und da ist eine Krabbe da dabei. Schade um die Zehen. Und Quallen gehören hier bestimmt auch nicht hin. Alter, er versucht unsere... Pikmin aufzulutschen. Also hier wollen echt alle eins aufs Maul haben. Könnt ihr euch nicht hinten anstellen? Nö, natürlich nicht. Und auch schon der nächste Dulli. Holt den Vogel da runter! Oder auch nicht. Egal. Hauptsache futsch. Ist da ein Schatz? Nö. Da ist kein Schatz. No treasure. Was haben wir hier? Hier haben wir noch ein Eichen. Obwohl, ja, komm, reiß die Mauer mal nieder. Wir sind demokratische Pikmin, wir mögen keine Mauern. Oh!
Der mag uns nicht. Schnell! Zerstört ihn! Oh, Alter. Ich hasse es, wenn die Gegner so urplötzlich aus dem Himmel kommen. So völlig out of nowhere. Und das ist eine richtig fette Qualle. Eine richtig fette Qualle. Und den dicken hier mal futsch. Oh, das ist der Versuch, unsere Pikmin wieder aufzusacken. Aufzusnicken. Aber nicht mit uns. Nicht mit uns. Ich muss mal gucken, hier das Wasser. Da möchte ich jetzt nicht mit meiner Truppe durch. Sonst über die Hälfte ersaufen würde. Oh, da ist ein Schatz. Da ist ein Schatz. Ah! Hör auf damit! Das ist eine richtig geile Muschel. Weh, ihr versucht das jetzt übers Wasser zu tragen. So, und klatschen wir mal den dicken Daumen. Boah, das ist richtig. Boah, Alter. Alter, ist der dick, Mann. Alter, ist der dick, Mann. Oh, ja. Sterbeanimation unterbrochen. Nein. Leckere Muschel. Oh, da hat auch noch einen Schatz gehabt. Irgendwas. So. Puderdöschen oder was ist das? Keine Ahnung. Keine Ahnung, ich weiß. Oh, Moment, warte mal, warte mal, warte mal. Ah ne, ich dachte, das wäre ein Durchgang hier zu dem anderen Raum, aber nö, da geht's nur zum nächsten Sublevel. Nö, da wollen wir noch nicht hin. Oh, aber den Schatz da, den wollen wir haben. Den Schatz wollen wir aber haben. Oh, jetzt aber fix, 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 schnell, die Qualle kommt! Die Qualle kommt! Die fette Qualle! Ah, nein, 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 nein! Der will ich aufsnacken! Aber er schafft's aber nicht. Er ist einfach zu dick. Er ist einfach zu dick und unbeweglich. Und das Puderlöschen, steht da irgendwas drauf? Spiegelbühne. Okay, einfach nur so, ja, so ein Minispiegel, die sich die Damen gern mal in die Tasche packen können. So, und ist das hier der letzte Schatz für diese Ebene? Und ich warne euch schon mal vor, liebe Freunde. Die Chinchillas sind wieder aktiv. Und ich glaube, der Schatz hier ist scharfe Platte, oder? Scharfe Platte, yeah! Ach, ich bin so gut. Wir gehen so gut. Das war der letzte Schatz. Das war der letzte Schatz für diese Ebene. Oh, die... Oh, Alter, die... Alter, kommt ihr da echt jetzt nicht hoch? Nur weil ihr zu dick seid? Oh, Mann, ey. So schnell, die Gegner haben uns nicht bemerkt. Und let's go. Let's go in die nächste Ebene. Ich habe ja gesagt, ich meine mich zu erinnern, wer hier der Boss ist, aber ich könnte mich auch irren. Gut, ich habe zwei Bosse im Kopf, die hier jetzt als Endboss hier da vorkommen könnten. Wo sind wir jetzt hier gelandet? Schon wieder im Abwassersystem. Ich habe in diesem Spiel mittlerweile Phobien gegenüber Kanälen, weil Wassergeist. Boah, nö, hier wird keiner vorkommen. Das kann ich euch jetzt schon mal garantieren. Da, alle Dicken da, dann sieht man so. Ah nee, das ist so ein Erholungsgebiet. Das ist ein Erholungsgebiet, liebe Freunde. Und wie? Guckt euch das an, Alter. Wenn es hier jetzt schon richtig viele Pikmin krepiert werden, wir hätten uns hier locker welche machen können.
Hier gibt es sogar einen Ausgang. Also wenn wir keinen Bock mehr haben, könnten wir diesen Sublevel sogar schon verlassen. Schmetterlinge, Schmetterlinge, die Schmetterlinge! Und da verzieht sich die Schmetterlinge. Gut, mal hier einsammeln. Die ganzen toten Schmetterlinge. Wir sind so brutal. Wir sind so brutal, wir bringen einfach kleine Schmetterlinge um. Gut, wir haben jetzt 99 Pikmin, jetzt wegen ein... Oh, jawohl. Ach, wisst ihr was? Komm, machen wir einfach. Wir machen uns mal ein paar blaue, oder besser gesagt einen blauen. Dann haben wir wenigstens wieder 100 Pikmin. So. Aber wo ist hier jetzt noch ein Schatz? Wo ist hier jetzt noch ein Schatz? Können wir da drüben durch? Hä? Oh Mann, diese Kanalsysteme. Komm, du bist mir hier zu lahmarschig, ey. Lass mal hier ein anderes Pikmin dran. Ist hier... Nö, hier ist kein Weg. Da kommen wir nicht hoch. Da müssen wir eigentlich wieder zurück in diesen einen Raum gehen. Ist auch so dunkel hier. Wir haben zwar damals die Glühbirne eingesammelt, aber es ist trotzdem ziemlich dunkel hier. Ja, Blick auf die Karte. Hier habe ich die Karte. Oder damit ist nicht, ne? Geht's denn hier lang? Ach, da! Ich habe den Durchgang nicht gesehen. Da ist der Schatz, dieses Ahornblatt, dieses Ahornblättchen, das ist der Schatz. Ist hier noch ein Schatz? Ich weiß es jetzt nicht. Das könnte auch der einzige Schatz hier auf der Ebene gewesen sein. Ihr bleibt mal hier, während ich hier mit meinem Pikmin hier losgehe. Ich wollte gerade sagen, ey, irgendwie fehlt hier die über die Hälfte. Aber ich frage mich echt, wie dunkel es hier wäre, wenn wir jetzt nicht schon die Glühbirne von damals angesammelt hätten. Oder wäre es genauso dunkel? Dass dieses Blättchen hier als Schatz gilt. Arboresker Firlefanz. Warum gilt das als Schatz, ey? Ich meine, da draußen, da müssen noch so viele Blätter rumliegen. Wenn wir die alle einsammeln würden, dann wären wir übelst reich. Okay, hier gibt's keine Schätze mehr. Wir warten mit Oima und dem einen Pikmin einfach mal da, wo wir sind. Und Chefchen begibt sich mit den anderen Pikmin hier zur nächsten Ebene. Sublevel 5, der Duschraum. Was erwartet uns hier? Auf jeden Fall Feuer. Feuer ist nicht gut. Wie unsere Big Means. Okay, der Kleine merkt uns nicht. Reißen wir einfach mal die Mauer ein, kann ja nicht schaden. Und jetzt reißen wir den kleinen Typen hier ein. Ja! Alle auf den kleinen! Alle auf den kleinen Dicken! Immer auf die kleinen Dicken! Oh! Alter, du Saftsack! Alter, du krankes Schwein! Na, komm her! Versuch's doch! Das wird dir nichts nützen. Na klar, jetzt kommt hier noch der Feuertyp angeschissen. Los. Schnell, er ist gestunt. Schnell, bevor er wieder Feuer spuckt! Ich gerate immer so leicht in Panik hier in diesen Kämpfen. Merkt ihr das? Ich glaube, da oben war ein Schatz.
Ja, da oben ist ein Schatz und dafür brauchen wir blaue Pikmin, weil der Schatz unter Wasser ist. Gott, ich hoffe, ich habe genug blaue. Wie viele blaue brauchen wir? 20. Oh, gut. Gut, 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 gut. Ah, noch ein paar. Und reicht's? Jetzt reicht's aber. Jetzt reicht's hier aber mal, ey.